Die Gewaltlosigkeit des Jesus von Nazareth, die war legendär. Die hat ihn letztendlich auch ans Kreuz gebracht. Und es war sogar für die ersten Christen gar nicht so leicht, aus dieser Tat etwas Großes herauszulesen, was dann letztendlich dem Apostel Paulus ja erst gelungen ist. Auch die ersten Christen waren wirklich Menschen, die von Gewaltlosigkeit geprägt waren. Die haben sich von den Römern ja wirklich eher umbringen lassen, als dass sie sich verteidigt hätten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, man kann aus diesen persönlichen Idealen kein allgemeingültiges Gesetz ableiten oder keine ethischen Ansprüche an den Einzelnen oder an eine Gesellschaft. Die Frage stellt sich ja auch ganz praktisch. Ich für mich selber kann natürlich Gewaltlosigkeit praktizieren. Aber was ist denn, wenn jemand neben mir angegriffen wird, der oder die wirklich schuldlos ist? Habe ich da nicht auch eine Mitverantwortung? Spüre ich da nicht auch irgendwie den Impuls, mich einzusetzen für Leute, die eben unschuldig angegriffen werden? Für mich ist da einfach eine Frage, was hätte denn der barmherzige Samariter getan, wenn der eine halbe Stunde vorher an diesem Ort vorbeigekommen wäre, wo er letztendlich dieses Opfer von Räuberei und Diebstahl gefunden hat? Also hätte der dann, wenn er Zeuge dieses Raubs geworden wäre, hätte der auch abgewartet oder hätte er nicht eingegriffen? Die Frage bleibt offen, die ist auch nicht einfach zu beantworten. Ich glaube nur, dass wir wirklich auch in der christlichen Tradition mit Dietrich Bonhoeffer sagen können, dass es eben nicht immer nur darum gehen kann, denen zu helfen, die unter die Räder gekommen sind, sondern dass man manchmal auch dem Rat selbst in die Speichen fallen muss. Die Bischöfe beziehen sich hier, so könnte man das sagen, auf die Lehre vom gerechten Frieden. Die hat auch mein leider früh verstorbener Kollege Eberhard Schockenhoff nochmal sehr stark thematisiert. Und in der geht es eben darum, dass man auch sich dafür einsetzt, dass zum Beispiel völkerrechtliche Bestimmungen eingehalten und geübt werden. Und die Bischöfe beziehen sich eben in ihren Ausführungen jetzt auch darauf, dass sie erstmal sagen, wir müssen gucken, wie sieht es um die völkerrechtliche Lage auch in der Ukraine aus. Und sie benennen auch diese sogenannte Responsibility to Protect, also die Pflicht, eben denen beizustehen, die ungerecht angegriffen werden oder wo schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit drohen. So, das ist der eine entscheidende Punkt. Sie kommen eben dann dazu, dass man sagt, wenn man diese völkerrechtliche Situation abwägt, dann kann man auch durchaus dafür sein, das zu unterstützen. Entscheidend scheint mir aber zu sein, dass sie diesen Abwägungsprozess selber stark machen. Also, dass sie sagen, wir müssen eine Form finden, wie wir darüber ins Gespräch kommen. Und zwar zum einen auch damit, dass wir wissen, dass es Folgen hat, was wir tun, aber dass wir eben es auch Folgen hat, was wir nicht tun. Ja, das muss man beides diskutieren. Man kann da nicht nur eine Seite beleuchten. Und zum anderen machen sie auch stark, dass wir in so einer Debatte uns am besten davor hüten, die jeweils andere Seite mit militaristischen Floskeln irgendwie zu diffamieren. Also, dass man nicht diskutiert immer zwischen Kriegstreiberei und Wohlstandsfixierung, sondern dass man wirklich sich bemüht, da sachlich zu bleiben und auch dem anderen seine Menschlichkeit nicht abzusprechen. Kirill, der Patriarch der russischen orthodoxen Kirche, ist ja offensichtlich auch in den letzten Jahren ein ganz enger Freund von Putin geworden. Die beiden haben sich gegenseitig, glaube ich, immer stark gemacht. Man sieht das ja auch daran, dass zum Beispiel der Patriarch noch am Tag vor dem Einmarsch in die Ukraine Wladimir Putin eben als Helden des Vaterlands oder Verteidiger des Vaterlands ehrt und umgekehrt, dass Putin auch den Patriarchen zu seinem 75. Geburtstag noch ausgezeichnet hat und da eine ganze Menge religiöser Floskeln einander zugedacht wurden. Also die Kirche hat wirklich da eine andere politische Rolle. Das liegt zum einen eben an diesen nationalstaatlichen Verflechtungen, die es im Westen so nicht gibt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch tiefer liegende Wurzeln. Die eine ist, das hat mir meine Kollegin Ursula Notelle-Wildfeuer erklärt, die Sozialethikerin ist, dass auch die Sozialethik überhaupt in der orthodoxen Kirche eine ganz andere Tradition hat. Da ist nämlich zum Beispiel der Einsatz für die Gesellschaft, für die Umwelt, ja, eben auch für den Frieden, ist Mittel zur Selbstheiligung. Das ist eine andere Perspektive als die westliche Perspektive, wo wir sagen würden, wer sich für den Nächsten, für die Umwelt einsetzt, der tut sozusagen damit direkt etwas Gutes, ja, und nicht
nur sich selbst. Das ist, wäre zumindest was, was man nochmal genauer angucken kann. Und dann gilt auch für die russische orthodoxe Kirche, genau für die, wie für die anderen Kirchen ja auch, dass Kirchen immer Kulturspeicher sind. Also in ihnen, da birgt sich eine, oder verbergen sich eine ganze Menge Geschichten, die darin aufgehoben, tradiert, weitergeschrieben werden. Und eben auch Geschichten, die mit Werten aufgeladen sind. Und das, was wir, glaube ich, gerade in den letzten Jahrzehnten jetzt auch zwischen Ost- und Westeuropa erleben, das spiegelt sich hier in den Kirchen wider. Diese Idee zum Beispiel, wie wir Familie verstehen, wie Frauen- und Männerrollen verstanden werden, wie man mit homosexuellen Menschen, mit queeren Personen umgeht, das unterscheidet sich da einfach. Und das spiegelt sich auch in dieser Auseinandersetzung zwischen den Kirchen oder zwischen einigen Kirchen im Osten und den Kirchen im Westen wider. Auch innerhalb der Kirchen, das ist so der letzte Punkt, gibt es da durchaus Differenzen. Es gibt ja einige Geistliche, einige Priester auch der russischen orthodoxen Kirche, die sich jetzt weigern, eben für ihren Patriarchen zu beten, weil sie eben sagen, das können wir mit unserem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ich glaube wirklich, dass die Wahrnehmbarkeit des diplomatischen Engagements des Heiligen Stuhls indirekt proportional ist zu seiner Wirksamkeit. Also das heißt, wenn man ganz wenig nur mitbekommt von dem, was die da eigentlich machen, wer da wohin fährt, wer mit wem redet, dann heißt es nicht, dass da nichts passiert, sondern dass da oft sehr viel passiert. Zumindest ist das in den vergangenen Jahrzehnten in großen weltpolitischen Krisen immer so gewesen. Die Kuba-Krise ist da ein sehr prominentes Beispiel dafür. Und ich vermute zumindest, dass auch in diesen Tagen durchaus der Heilige Stuhl, also das Völkerrechtssubjekt des Vatikan, da seine Möglichkeiten versucht, zumindest auszuschöpfen. Das ist ja eben, und das ist ein wichtiger Punkt, der Heilige Stuhl ist ein wichtiger Player in den ganzen diplomatischen Arena. Und zwar nicht nur in irgendwie sogenannten christlichen Ländern, sondern überhaupt weltweit. Denn der hat zwei große Vorteile gegenüber anderen. Der ist nämlich zum einen nicht selber Partei. Der hat keine eigenen Interessen in diesem Spiel. Also der Vatikan braucht keine Rohstoffressourcen für sich zu sichern, der will auch keine Handelsschranken errichten oder niederreißen, sondern dem geht es sozusagen wirklich darum, dass sich Menschen verständigen. Und der zweite Vorteil ist, dass der Vatikan über die sehr flache Hierarchie der Kirchen eben oft über sehr detaillierte Informationen verfügt, was wirklich vor sich geht. Also die können sehr, sehr schnell sich wirklich Expertise von vor Ort holen. Und diese beiden Elemente, die tragen oft dazu bei, dass sie auch sehr effektiv da verhandeln können, wenn das auch im Hintergrund eben oft geschieht.